Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir.
Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Wir sind da. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen. Solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sickereffekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Hey Desmond, jetzt kletter mal auf diese Objekte.
einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Sir. Sir. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Einladung bitte. Euren Mantel, bitte, Sir. Ich weiß, dass ich es nicht alles gemeint habe. Ich habe es. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Erinnere mich nicht daran. Die Gäste an die Denkung erinnern mich nicht. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Verzeiht bitte. Abend, Hethem. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, des beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? A lawyer is an honest employment, so is mine. Like me too, he acts in a double capacity, both against rogues and for. For 'tis but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live by them. So, sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gagg, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. Oh, I may venture to book him.
for Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. Or I can get more by her staying in. Betty has brought more goods into our lock to year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end after his life, because the breed of the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged to find education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thine observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions in this. Sir, Black Ball, that same word of trial, comes on in the afternoon. She hopes we'll do the matters so as to bring her. The Newgate boy, and let your friends know where I'm. Well, I love to make them easy one way or other. When Jeremy a gentleman has is long-headed, besides, certainty gives a man a good air upon his trials, and makes him risk another without fear or scruple. But all the way, participate. Messenger of comfort to friends in affliction. But it is now high time to look about me for a decent execution against Nick. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Schnell! Ruhe, Alter!
Da drüben! Der hat den Mann begangen! Der Mann dort! Ergreift ihn! Er ist im oberen Rang getötet worden. Verzeih mich bitte, wir müssen nicht drängen. Hier ist ein Mörder. Ich bleibe, wo es sicher ist. Los, Bewegung! Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt.